Meine Freunde, damit herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Mobile-Spiel oder kleinen Gameplay-Reihe, je nachdem, und zwar Take Off the Flight Simulator. Leider leckt das hier ein bisschen. Es ist ein neues Spiel von, ihr seht schon, gepublished von Astracoin und von Yuyubi entwickelt, wie das Ganze aussieht. Ein Flight Simulator für eure Mobile-Endgeräte, ab nun Handy oder Tablet, je nachdem, für Android. Ich weiß gar nicht, ob es für iOS auch gibt, aber falls ja, in der Videobeschreibung alles verlinkt. Und das möchte ich mit euch einfach mal anschauen. Und vielleicht finden wir Spaß dementsprechend daran. Und zwar habe ich hier schon ein Profil angelegt, wie ihr seht, um das Ganze zu testen. Aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Wir legen mal ein neues Profil an und da heiße ich halt einfach Olaf 2. Und heiße halt, was weiß ich, Olafs Flüge. Gibt es das überhaupt mit Ü? Oder Olafs Lüge GmbH. So, Sound resumed. Ja, Sound muted. Genau. So wollte ich das haben. Dankeschön. So. Legen neues Profil an. Willst du die Einführung wiederholen? Ja, die Einführung möchte ich wiederholen, um das Ganze euch dementsprechend auch zu zeigen. So, lädt das Gerät bitte nicht ausschalten. Der Hinweis muss überall sein. Kommt ja nicht auf die Idee, während des Ladevorgangs euer Handy auszuschalten. Warum ihr das auch immer tun solltet. Ja. So, Aloha, lange nicht gesehen, mein Kind. Ach, das ist unser Vater. Schön, dass du deinen alten Großvater mal wieder besuchst. So, ich zeige dir hier die Grundlagen des Fliegens. Für einen cleveren jungen Hüpfer wie dich sollte das aber kein Problem darstellen. So, du hast den Regler und die großen Klappen. Kannst du die Triebwerksleistung regulieren? Schieb ihn ans Maximum, dass das Flugzeug an Fahrt aufnimmt. Jo, Standard. Geben wir da mal Gas hier. Grafik her ist eigentlich vollkommen okay. Ich denke mal, sieht jetzt nicht gerade besser oder schlechter wie Flight Simulator aus. Jedenfalls jetzt so vom ersten Blick her. So, sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Dann heben wir ab. So, mit den virtuellen Joysticks steuerst du die Neigung und Rollen des Flugzeugs. Schiebe den Regler langsam nach unten, um an Flughöhe zu gewinnen. Machen wir. Das war jetzt zwar nicht langsam, aber wir gewinnen an Flughöhe. So, bist du zu langsam, dann fahre das Fahrwerk ein. So kannst du nur langsam fliegen. Dann heben wir mal das Fahrwerk ein. So, wir bleiben mal weiter hier auf Höhe. So, verwende den virtuellen Joystick oder den Geierregler, um zum nächsten Checkpoint zu gelangen. Ja, kein Problem. Die blaue Markierung auf dem Bildschirm zeigt dir die Position in Entfernung des Wegziels an. Ja. Ist kein Problem, 2 Kilometer da vorne müssen wir hin. Dann hätten wir jetzt hier noch, ne, wo wir nach links und, oder halt auch etwas rechts nehmen können. Aber ich habe schon gesehen, das funktioniert hier mit diesem Joystick alles wunderbar. Ohne dass wir großartig Probleme hier damit haben. Und wir fahren jetzt am Anfang im Endeffekt nur Checkpoints ab. Grüne Markierungen zeigen dir die Position des derzeitigen Missionsziels. Rote Markierungen zeigen dir die Position des nächsten Missionsziels. Und ansonsten fahren wir hier erstmal nur Checkpoints ab und lernen so mehr oder weniger in das Spiel mit reinzukommen. Das Spiel ist ganze, ach lasst mich lügen, 660 MB groß, kostet auch 2,99 €, also sind keine Freeware im Übrigen. Na, das kennt man ja jetzt schon vom Bausimulator oder auch vom Truck Simulation 16. Die Schönheit der Hawaii-Inseln kannst du aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Tippe auf das Kamerasymbol, in dem du den Blickwinkel änderst. Schauen wir uns an, was die Inseln so aus dem Kackbett wirken. Ja, erstmal hier, gehen wir mal hier drauf. Sehen wir hier beispielsweise, so sieht das so aus. Oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Ja, da gibt es dementsprechend mehrere Kamerawinkel. Aber wir müssen ja weiterhin hier auf Kurs bleiben. Deswegen, und das, wie gesagt, das Ganze kostet 2,99 €. Ihr könnt euch das ja dementsprechend holen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es, glaube ich, innerhalb von, keine Ahnung, 1-2 Stunden auch starten lassen. Das geht ja, gut, Google Play sei Dank. Ich weiß gar nicht, ob das im Apple Store überhaupt geht, aber dürfte möglicherweise auch möglich sein. Und ich habe mir gedacht, ich hol's mir einfach mal und zeig's euch mal. Das ist jetzt schon minimal länger draußen. Hab das allerdings so komplett verpeilt, weil keine Pressemitteilung oder jenseits Dings gekriegt. Ein Kollege hatte mich nur darauf angesprochen. Aber warum ich denn das noch nicht gezeigt habe. Ich habe mir gedacht, ja, ist so mit mittlerweile
naja, 1000 Downloads. Hat es mittlerweile bei einer Bewertung von 4, oder 3,8, eins von beiden. Fliege den letzten Teil der Einführung genau entlang der Wegpunkte, die dabei dir helfen, das Flugzeug mit hoher Präzision zu fliegen. Machen wir. Und ja, schauen wir mal. Es gibt ja viele Flight Simulations, auch im Mobile-Bereich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hieß es, eins der bekanntesten. Hat glaube ich auch über 1 Million Downloads oder so, ist aber halt dementsprechend sehr, naja, pay to win ist es ja im Endeffekt nicht, aber sehr, sehr in-game-kauflastig, was natürlich auch nicht sein muss, aber wie das normale Flight Simulator im Endeffekt auch ist, ne? So viele Addons wie im Jahr für einen Flight Simulator für einen PC rauskommen, das ist, ist schon wie beim Train Simulator. Schlimm, 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 schlimm. So, wir müssen jetzt im Endeffekt einfach nur hier durchfliegen, durch die Checkpoints. Eine genauere Präzision zu kriegen. Landen tun wir in der Einführung nicht. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt gleich in der nächsten Mission tun. Hier kriegen wir jetzt einfach nur noch eine wunderschöne Kamerafahrt. Und wir haben Gold erreicht mit solchen Havana-Ketten da. Nein, Büro. Sehr schön. Aber sieht auch, man kann auch in Paris spielen. So, dieser gemütliche Raum ist nun dein Büro. Hier kannst du Zugriff auf den Profilbildschirm, Weltkarte, Mission und Hangar. Jetzt sollst du, jetzt sollten wir aber etwas zum Fliegen besorgen, dass du über das Hauptmenü oder nach Beginn einer Mission, das ist so richtig etwas komisch geschrieben hier, kannst du auf deinen Hangar zugreifen. Ja, sehe ich auch so. Kampagne. Leichtflugzeug. Mission 1. Standardvorgehen. Missionbeschreibung. Prüfe die Grundlagen des Flugzeugpreises auf die künftige Flüge vor. Geschätzte Zeit 4 Minuten 50. Benötigt folgendes Flugzeug. Ja, haben wir denn das Flugzeug jetzt? Das ist ja jetzt die Frage. Weil hier habe ich nur Kampagne. Weltkarte. Shop. Shop. Benutzen des Shops Schaltfläche im Hauptmenü oder direktes Drücken auf S oder öffnet das Shopfenster. Gratis. Ah, gut, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hier gibt es also auch Ingame-Käufe. Zwischen gratis, wenn ich es mich mit Facebook verbinde, über 99 Cent, 3,99 Euro bis 30 Euro mit 10 Millionen Credits. Ah ja, ja, immerhin etwas so. Zack, zack, Hangar. Da wollte ich hin. Ah ja, Flugzeug. Wenn wir nicht schon eins haben, ich weiß es ja nicht. So, das ist der Hangar. Hier kannst du Flugzeuge ansehen, kaufen oder ausrüsten. Wähle zwischen diesen beiden Flugzeugen, kauf dann eins davon mit dem bisschen Geld, was ich dir geben konnte. Ah ja. Das sieht kacke aus. Dann würde ich mal bei denen hier bleiben, oder? Das kostet 30.000. Das kostet 34.000. Das kostet ihm 30.000. Gut, können wir uns nicht mal leisten. Ja, da bleiben wir beim ersten. Ja. Großartig, du bist jetzt stolzer Besitzer deines ersten Flugzeuges. Wenn scheinbar alles schief geht, dann denke immer daran, dass du ein Flugzeug immer gegen den Wind startest. Nicht mit ihm. Ah ja. Da gibt es noch verschiedene Skins und hier kann man noch ein Upgrade einbauen und alles und verschiedene Skins. Ja gut, kostet uns aber auch alles Geld, haben wir alles nicht. Gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü und da ist es abgestürzt. Oder es ist einmal zu schnell weggegangen, eins von beiden. Das kann man sich jetzt aussuchen, okay. Naja, wir machen einfach weiter. Ja, startet das Ganze doch mal neu und seht auch zu, dass wir jetzt in die Mission kommen. Aber eigentlich habe ich jetzt mal einmal auf zurück geklickt. Da dürfte mir das Spiel nicht zumachen, wenn ich es nicht explizit wünsche. Komisch. Ja, ich bin mit Google Play Spiele schon verbunden. Es ist Wahnsinn. Aber was es da alles für ein Blödsinn gibt, gerade das Google Play Spiele, habe ich bis heute nicht verstanden. So, Grüße von New York. Ja, wie es aussieht, können wir scheinbar auch später solche übelsten Dinger hier fliegen. Man weiß es ja nicht. Das ist natürlich schon geil, aber da werden wir so schnell, denke ich mal, gar nicht hinkommen. Ja, lädt. Wir schalten das Gerät natürlich nicht aus. So freundlich sind wir. Aber es könnte ruhig mal ein bisschen schneller laden. Ist jetzt nicht das schwächste Gerät hier.
2000 Jahre später. Ja, also, nachdem ich dann mal die App beendet habe, also komplett, ne, mit Beenden erzwingen und alles, ich komme leider nicht mehr über diesen Ladebildschirm hinaus. Jetzt ist die Frage, liegt die Fehlerquelle an mir oder an diesem Spiel? Deswegen würde ich erstmal sagen, beenden wir das Ganze erstmal. Wir haben jetzt erstmal so die Einführung gesehen und wir haben unser erstes Schiff gekauft. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mal ein Däumchen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Und dann machen wir weiter und ich mache da während der Zeit, während ihr da schön kommentiert und bewertet, sehe ich mal zu, was hier die Fehlerquelle ist und installiere das Ganze nochmal neu. Kann nur sein, dass es, wie gesagt, an mir liegt. Deswegen. So, in dem Sinne, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, ja, wenn ihr mögt, im nächsten Part dementsprechend wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann auch drinnen. Peace.